Moin. Bei der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung gibt es verschiedene Wege, wie wir unsere Auftragsdaten auf unser ISEBUS-Terminal, unser Amatron 4, bekommen. Entweder der klassische Weg über einen USB-Stick, wo ich meine Auftragsdaten an meinem Computer im Büro auf einen USB-Stick ziehe und anschließend in unser Amatron 4 importiere. Eine andere Möglichkeit ist aber der Datentransfer über unseren Agri-Router. Der Agri-Router ist eine herstellerunabhängige Datenaustauschplattform, wo wir über ein Fahrmanagementsystem online unsere Auftragsdaten direkt an unser Terminal senden können. Wir von Amazone gehen dabei den Weg über unsere sogenannte MyAma-Router-App. Das heißt, wir erstellen einen Auftrag an unserem Fahrmanagementsystem, schicken dann eine Applikationskarte an unsere MyAma-Router-App und im nächsten Schritt schicke ich die Auftragsdaten von der MyAma-Router-App direkt an unser Amatron 4. Wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt einmal. Ich habe hier unsere MyAma-Router-App auf meinem Smartphone und ich habe mir eben bereits einen Auftrag über den Agri-Router zugeschickt. Das sehen wir hier oben an den orangenen Punkt und an die Information, dass Daten vom Agri-Router verfügbar sind. Um jetzt die Daten an das Terminal zu schicken, muss ich lediglich den Button betätigen, steht hier Daten an Terminal übertragen. In dem Moment, wo ich diese Funktion betätige, bekomme ich im Amatron 4 eine Abfrage, ob ich die Daten importieren möchte. Dies bestätige ich und in dem Zuge werden meine Auftragsdaten in das Terminal importiert. Jetzt, wo die Auftragsdaten auf das Terminal geladen wurden und wir uns bereits auf der zu bearbeitenden Fläche befinden, bekommen wir hier eine automatische Felderkennung. Das heißt, es wird erkannt über GPS, dass wir uns auf dieser Fläche befinden. Ich kann hier die Fläche aktivieren und sehe nun meinen Auftrag. Wir haben uns zwei Karten zugeschickt. Einmal eine Karte für den Dünger. Die können wir hier einmal aktivieren. Und einmal die Aussaatkarte für unser Maissaatgut. Das müssen wir hier in dem Fall einmal zuordnen, damit die Maschine weiß, für welchen Behälter welche Applikationskarte ist. Und dann können wir beide Applikationskarten und unsere Feldgrenze aktivieren. Und somit haben wir in kürzester Zeit unsere Auftragsdaten auf das Terminal geschickt über den Agri-Router, was einfach die Möglichkeit bietet, dass wir den Auftrag direkt zum Fahrer schicken, also keine USB-Sticke mehr zwischen dem Betriebsleiter beispielsweise und dem Fahrer austauschen müssen. Also ein sehr unkomplizierter, komfortabler Datenaustausch. Und wenn wir jetzt fertig mit der Arbeit wären, könnten wir über den Agri-Router über einen Klick diese Daten auch wieder vom Terminal exportieren und direkt in unser Fahrmanagementsystem schicken.